Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen heute sprechen über gefälschte Lehrerlaubnisse für den islamischen Religionsunterricht. Sie erschüttern das Vertrauen in die Bildungslandschaft insgesamt, in unser Bildungssystem, aber eben auch massiv in den islamischen Religionsunterricht. Anlass war ursprünglich der Betrüger Herr Ü, der falsche Studienabschlüsse und einen gefälschten Doktortitel vorlegte, um im Schulministerium zu arbeiten und auch vorher schon als Lehrer. Im Rahmen des Falls lag jetzt nun der Verdacht vor, dass auch Lehrerlaubnisse gefälscht worden sind. Daher haben wir als Freie Demokraten dazu eine kleine Anfrage gestellt, und erst nach unserer oder durch unsere Anfrage kamen nun ans Licht mindestens 3 gefälschte Lehrerlaubnisse für den islamischen Religionsunterricht, führten dazu, dass Lehrkräfte den fälschlicherweise unterrichtet haben. Ganze 3 Fälle, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist kein Einzelfall, und deswegen müssen wir darüber heute dringend debattieren. Es ist einmalig in der Geschichte dieses Landes, dass so mit Lehrerlaubnissen betrogen wurde. Dazu kommt, dass der islamische Religionsunterricht ein kleines Fach ist, das nicht flächendeckend angeboten wird, und umso schlimmer sind eben schon diese 3 Fälle. Und nochmal, das kam erst aufgrund unserer Anfrage raus. Die Landesregierung hatte nicht proaktiv darüber informiert. Ähnlich übrigens auch wie gestern, als alle Schulpolitikerinnen und Schulpolitiker in einer Anhörung hier im Raum saßen und das Parlament dann durch eine Pressemitteilung von einem sehr umfangreichen Schulrechtsänderungsgesetz erfahren hat. So viel zum Thema proaktive und transparente Kommunikation der Landesregierung auch im Umgang mit diesem Parlament. Warum ist dieser Hinweis hier so wichtig? Weil darunter auch in dieser Pressemitteilung auch unter ferner liefen eine Verlängerung des IRU, des islamischen Religionsunterrichts, bis 2031 enthalten ist. Frau Feller, ich hatte ehrlicherweise erwartet, dass Sie mir hier heute erklären, warum es wichtig sei, Ihre Evaluation, die nächstes Jahr kommen soll, erst abzuwarten. Diese Evaluation wollen Sie jetzt selber nicht mehr abwarten. Sie nehmen selber sogar Abstand davon. Was genau hat Sie dazu bewogen, ausgerechnet jetzt den IRU kritiklos zu verlängern? Verheimlichen Sie etwas? Liegt Ihnen die Evaluation schon vor, nur dem Parlament noch nicht? Was ist in den letzten Tagen und Wochen denn passiert, dass Sie zu dieser Entscheidung gekommen sind? Welche Reformen haben Sie mit dem IRU vor? Lauter Fragen, keine Antworten. Der Ministerpräsident sprach eben von einer vorausschauenden und nachhaltigen Politik. Diese Ankündigung ist weder vorausschauend noch nachhaltig. Das ist Politik ohne sachliche Grundlage. Wie gut, dass wir heute auf unsere Initiative hin über dieses wichtige Thema debattieren. Denn die Realität, sie ist hart, sie ist schmerzend, und wir haben uns das auch ganz klar anders gewünscht. Aber der islamische Religionsunterricht ist leider gescheitert. Ich möchte auf die Kritikpunkte am IRU eingehen, in deren Licht man diesen Vorfall, aber eben leider auch den IRU insgesamt betrachten muss. Zum einen möchte ich die Studie erwähnen, eine aktuelle Studie, die leider vielfach antisemitische und extremistische Positionen unter angehenden Lehrkräften belegt. Uni Münster, 2024 veröffentlicht. 53,5% wollen dem anderen Geschlecht nicht die Hand geben. 60% antiwestliche Einstellungen. 47% sprechen Israel das Existenzrecht aus. Meine Kolleginnen und Kollegen, diese Leute bilden wir gerade in Deutschland aus. Das erschüttert das Vertrauen in unsere Lehrkräfte massiv, und das können wir nicht einfach laufen lassen. Zweitens ist der Einfluss erzkonservativer Islamverbände immer noch viel zu groß, trotz unseres neuen Kommissionsmodells. Es bestehen immer noch Zweifel, erhebliche Zweifel an der Staatsferne der DİTİB, die der türkischen Religionsbehörde und damit direkt Erdogan untersteht. Das müssen wir offen ansprechen. Im November wurde ein Taliban-Prediger in eine DİTİB-Moschee in Köln eingeladen. Was ist daraus eigentlich geworden? Was hat eigentlich die Landesregierung daraufhin gemacht? Nichts. DİTİB ist weiterhin Teil der Kommission und macht dort weiter zum Beispiel mit bei Lehrplänen für den IRU. Drittens fehlen uns qualifizierte Lehrkräfte. Das führt dazu, dass nur 6% der muslimischen Schülerinnen und Schüler überhaupt am IRU teilnehmen. Und unter anderem melden Eltern auch ihre Kinder vom islamischen Religionsunterricht ab, weil sie diesen als zu liberal empfinden. Das sind doch genau die Kinder, die wir eigentlich erreichen wollen. Deren Eltern wählen den Unterricht ab, und genau diese Kinder kriegen wir deswegen nicht von diesen extremistischen Positionen ab. Viertens sind die Schulleitungen skeptisch. Sie sagen, aufgrund all dieser Probleme wollen sie gar keinen IRU an ihrer Schule anbieten.
ich zitiere, keine weiteren Probleme sich ins Haus holen. Daher, liebe Kolleginnen und Kollegen, also die Realität, die schmerzt, die tut mir auch weh und ich hätte mir das anders gewünscht. Aber jetzt anhand dieser Probleme unüberlegt zu verlängern, bei all diesen Problemen wegzusehen, das ist der falsche Weg. Wir brauchen jetzt ein Umsteuern. Wir machen daher folgenden Vorschlag. Wir wollen den islamischen Religionsunterricht ersetzen und flächendeckend praktische Philosophie oder Ethik anbieten. Dieser Unterricht soll allen Kindern offenstehen. Ein Alternativfach, das demokratische Werte vermittelt, kritisches Denken und Toleranz fördert und gerne, bitte gerne auch über unterschiedliche Religionen informiert, das sind aus unserer Sicht ganz willkommene Inhalte. Unser Ziel ist es, eine Bildung zu ermöglichen, die unsere Kinder zu mündigen und weltoffenen Bürgerinnen und Bürgern erzieht, Extremismus und Radikalisierung effektiv entgegenwirkt und, das sagen wir deutlich, auch nicht von erzkonservativen Eltern einfach abgewählt werden kann, weil ihnen die vermittelten Werte nicht passen. Es hilft nicht, die Augen zu verschließen und den IRO jetzt kritiklos bis 2031 zu verlängern, wenn erhebliche Zweifel an einem großen Teil der angehenden Lehrkräfte besteht, wenn Islamverbände weiterhin so viel Druck auf Lehrkräfte und den Unterricht ausüben, wenn Schulleitungen berichten, dass sie das Fach nicht anbieten wollen, wenn Kinder von religiös-konservativen Eltern nicht erreicht werden, weil der IRO ihnen angeblich zu liberal sei. Diese Lage wird sich nicht lösen, indem man blind bis 2031 und ohne Begründung verlängert. Ministerin Feller, Sie verteidigen den Unterricht, Islamunterricht als unverzichtbar. Das ist in unseren Augen eine Verweigerung der Realität. Unverzichtbar ist, dass Sie nicht die Kontrolle verlieren und endlich den Mut zu notwendigen Reformen aufbringen. Wir Freie Demokraten setzen auf eine liberale, offene und demokratische Bildung, die extremistischen Tendenzen entgegenwirkt und vor allem alle Schülerinnen und Schüler erreicht. Vielen Dank. Lieber, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Ministerin, wenn Sie den Freien Demokraten hier unterstellen, wir würden nicht zum friedlichen Zusammenleben der Menschen in NRW unterschiedlicher Kulturen und Religionen stehen, ist das eine absolute Frechheit, unbegründet und ehrlicherweise ein Tiefpunkt der parlamentarischen Debatte. Das ist im Übrigen auch unter Ihrem Niveau. Wir sind hier interessiert an einer Sachdebatte, die führen wir auch mit harten Bandagen. Und genau so möchte ich das auch hier fortsetzen und ich fordere Sie dazu auf, diese Frechheiten zurückzunehmen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe hier bemerkt in den Repliken von Ihnen, dass keiner von Ihnen auch nur auf einen einzigen unserer Kritikpunkte eingegangen ist. Wir haben diese Kritikpunkte am islamischen Religionsunterricht hier vorgetragen und auch dargestellt, warum sich die Lage in den letzten Jahren verändert hat. Dass in unserer Regierungszeit aufs Kommissionsmodell umgestellt worden ist, auch der DITIB noch eine Chance gegeben worden ist, das war damals richtig. Aber es gehört auch zur Politik, zu erkennen, wenn die eigenen Konzepte leider nicht aufgehen und man umsteuern muss. Konrad Adenauer hat dazu gesagt, zu Herrn Kollegen Wehner, sehr geehrter Herr Wehner, nicht einmal Sie können mich davon abhalten, von Tag zu Tag klüger zu werden. Und genau daran erinnere ich hier heute und genau in diesem Kontext ist auch unser Antrag auf Aktuelle Stunde zu sehen. Und ich bitte Sie auch, das genau so anzuerkennen und mit uns in die Sachdebatte einzusteigen. Ich möchte die Argumente wiederholen, die Zweifel, warum sie entstanden sind. Zum einen haben wir die Studie angeführt und Herr Kollege Wolf, ich habe die Originalstudie gelesen und ich habe extra diese Zahlen aus der Originalstudie gestern entnommen, also aus dem englischen Original richtig zitiert. Und diese Zahlen dürfen uns nicht kalt lassen. Und darauf dann zu vertrauen, dass diese nur am Anfang eines Bachelorstudiums bestehen und dann, Frau Kollegin Zingsheim-Zobel, weniger Extremisten in den Master einsteigen, das reicht mir nicht. Das darf uns auch nicht ausreichen. Frau Kollegin, ich möchte, dass kein einziger Extremist in unseren Schulen vor unseren Klassenzimmern, in unseren Klassenzimmern steht und vor unseren Schülerinnen und Schülern steht. Das ist ein Armutsbekenntnis. Wir können nicht sagen, wir möchten gerne weniger Extremisten haben, wir brauchen gar keine. Und deswegen arbeiten Sie doch daran mit und nehmen Sie auch mal unsere Kritikpunkte ernst und gehen Sie mal darauf ein. Zweitens hat niemand etwas gesagt dazu, dass Islamverbände so starken Druck auf die Lehrkräfte ausüben. Übrigens auch auf das Verfahren in der Ijaza-Vergabe, in der Vergabe der Lehrerlaubnis.
dass da teilweise gezittert wird, dass dann überhaupt diese Lehrerlaubnis erteilt wird, wenn man eine liberalere Auffassung des Islams hat. Dazu wurde hier auch nichts gesagt. Es wurde nichts dazu gesagt, warum Schulleitungen skeptisch sind, den IRU anzubieten. Auch darauf ist niemand eingegangen. Und das ist das Schlimmste, warum ist denn niemand von Ihnen darauf eingegangen, dass eben die Eltern, die selber erzkonservative, teils extremistische Ansichten vertreten, dass die den Unterricht abwählen können, dass wir genau diese Kinder, die diese furchtbaren Prägungen erhalten, genau, dass wir denen nicht mal eine andere Seite der Medaille zeigen können, dass wir sie nicht überzeugen können von einem liberalen Islam. Auch dazu hat niemand von Ihnen etwas gesagt. Es hat auch ebenfalls niemand von Ihnen und vor allem auch nicht die Landesregierung etwas dazu gesagt, warum denn jetzt plötzlich bis 2031 verlängert wird und vor allem, welche Reformen Sie denn planen. Es muss doch irgendeine Entscheidungsgrundlage gegeben haben, warum Sie im Rahmen dieses Schulrechtsänderungsentwurfs gesagt haben, wir verlängern jetzt mal eben um 7 Jahre. Entweder liegen diese Informationen Ihnen auch nicht vor oder Sie haben mal wieder darauf verzichtet, sie dem Parlament vorzulegen. Jedenfalls geht es so nicht, dass unsere Fragen hier nach und nach immer noch nicht beantwortet werden. Was haben Sie vor mit dem islamischen Religionsunterricht? Was soll die Reform sein? Oder lassen Sie es einfach weiterlaufen? Das wäre auf jeden Fall ein fatales Signal für unser Land. Ich möchte nun auch noch ein bisschen was zu unserer Landesverfassung sagen. Herr Kollege Wolf, ich mag es immer sehr gerne, wenn Sie gerade über unsere verfassungsrechtlichen Themen sprechen. Es ist auch immer noch mal was dabei, wo man als Nicht-Juristin auch noch mal was mitnimmt. Ich möchte aber auf einen ganz wesentlichen Unterschied hinweisen zwischen dem katholischen, evangelischen, jüdischen und dann dem islamischen Religionsunterricht. Denn tatsächlich besteht ja dieses Recht für anerkannte Religionsgemeinschaften auf den Religionsunterricht. Ich weiß, dass es diese Debatte rund um die Anerkennung eben des Islams als anerkannte Religionsgemeinschaft, dass es die seit Jahren gibt, aber wir müssen festhalten, dass sie eben im Rahmen unserer Landesverfassung, im Rahmen des Grundgesetzes nicht als Religionsgemeinschaft anerkannt sind und dass sich deswegen auch nicht ein juristisches Recht daraus ableitet auf den islamischen Religionsunterricht. Übrigens auch dieses Kommissionsmodell, da gibt es einzelne Stimmen. Ich habe mit dem Kollegen Dirk Wedel eben darüber gesprochen. Herr Kollege. So. Also es gibt ja sogar Stimmen, die sagen, dass dieses Kommissionsmodell dafür nicht ausreichend war. Also deswegen da vielleicht auch mal zu dem Unterschied, auch Kollege Braun, warum wir jetzt nicht direkt gefordert haben, sämtlichen Religionsunterricht abzuschaffen. Im Übrigen, das eint uns. Ich habe auch katholische Religion als viertes Abiturfach gehabt. Mir wurde auch keine Karriere als Priester angeboten, aber ich glaube aus anderen Gründen. Aber das ist eben der Unterschied, warum eben wir jetzt hier nicht einen Generalschlag irgendwie fordern, weil eine Änderung der Landesverfassung weder aussichtsreich noch geboten scheint und haben die dezidierten Probleme des islamischen Religionsunterrichts hier fachlich dargelegt. Vielen Dank.